Ja, servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, es ist Sonntag und wir haben noch immer Schnee, das nutze ich aus. Ein paar Stunden habe ich Zeit für mich und da möchte ich einmal wieder in mein Lager schauen, wie es dort ausschaut. Ich muss nur aufpassen wegen meiner Spuren durch den Schnee durch, dass ich die Leute nicht gleich bis zum Lager hinführe. Daher ein bisschen durchs Dickicht durch. Also los, gehen wir. Jo. Und alles außer ein paar Tierspuren hier im Lager. Alles okay. So, da. Ja, jetzt machen wir es einmal gemütlich wieder, wie immer. Ja, ein bisschen Schnee treten. Jo Freunde, Lager steht einmal wieder, Sonnenschein pur, blauer Himmel, gigantisch. Ja, wir haben jetzt 11:45, das heißt, wir brauchen was zum Essen. Und da werde ich mir diesmal die Instant-Nudeln von Bernd machen, vom Kanal Mountain Forest Walker. Die werden mir munden. Ja, und heute habe ich einmal wieder den Solo-Stove dabei. Da werden wir jetzt einmal ein paar kleine Ästchen suchen, dass wir den einmal anwerfen. Kleinholz habe ich gemacht, das reicht vollkommen. Und ich habe auch die Feuerschmutzmatte, die habe ich aber nur aufgelegt, damit der Solo-Stove nicht so rutscht. Ja, und jetzt werden wir den kleinen einmal anzünden. Ich habe etwas Birkenrinde wieder dabei, dann etwas Kiefernharz vom Andi Autoria habe ich hier gleich herinnen gelassen. Zünde ich gleich mit Sand den an. Und noch einen Anzünder von mir. Und los geht's. So da. Ja, das setzen wir gleich auf, dann kann er gleich ordentlich ziehen. Ja, das Kiefernharz und der Kiefernspann rauchen natürlich schwarz, ist klar. Aber er geht auch schon dahin. So,
Säckchen heraus und den Rest gleich ins Wasser. Ja, der Solarstofer geht im Augenblick schon ab. Ja, dann Töpfchen drauf und los geht's. Ja, da raucht es auch schon ordentlich. Ja, das Süppchen, das kocht ja schon fast. Ja, perfekt. Das Brettel leistet mir jetzt schon wieder gute Dienste. Ja. Und in dem Sinne einmal Mahlzeit, Freunde. Ja. Geht doch nichts über so Instant-Supperl. Während natürlich innerlich, obwohl es äußerlich halt wirklich angenehm ist. Ich habe mir sogar schon die Ärmel hochgekrempelt. Echt top. Dann werde ich mal gleich ein Wasser aufsetzen für ein Käfchen. Das nutze ich da gleich einmal aus. So, ein bisschen noch was nach. Und passt schon. Auf damit und geht schon dahin. Ja, das ist gleich soweit. Und dann stellen wir da noch ein bisschen Wasser zum Waschen hin. Nehmen wir dann gleich einen Schnee. Ja, und natürlich gibt es wieder einen guten Filterkaffee. Der hat es mir angetan. Der ist wirklich super. Der schmeckt perfekt. So, das Sackerl weigert sich, den Kaffee freizugeben, aber nicht bei mir. Ja, das kocht ja schon. Herrlich. So, das nächste drauf. Deckel drauf. Und los geht's, Freunde. Los geht's. Herrliche Klinge, herrliche Klinge. Ja, Freunde, gibt es was Schöneres als in der Natur. Ein gemütliches Kaffeetscherl. Quasi mein obligatorisches Käferl und auch mein obligatorischer Gruß an alle Krankensesseln, wie immer. Und natürlich an alle anderen auch. Prost, Freunde. Ja, endlich haben wir wieder ein bisschen Zeit gehabt, ins Lager zu gehen. Und das genieße ich natürlich auch wieder. Wie gesagt, Sonnenschein, blauer Himmel. Wir haben 3 Grad plus, also perfekt. Ja, ein paar Stunden habe ich noch Zeit. Muss Nachmittag wieder nach Hause. Da die Enkel auf dem Kindermaskenball müssen. Und da bleibe ich daheim und hirte meinen Frosch, meinen Kermit. Der braucht auch was zum Spielen. Nämlich mich. Ja, während ich mein Käfchen jetzt austrinke, wird mein Wasser auch gleich warm sein zum Geschirr abwaschen. Herrlich. Ja. Ja, da. Der größte Schmutz, der schon so mal ab. Dann nehmen wir wieder eine Putzbille quasi. Schluck Wasser dazu. Und lassen wir es wieder wachsen. Wie gesagt, wir brauchen wirklich nur ein paar Tropfen und das geht. Ursuper. Ja. Aufdröseln das Ganze. Und man hat super Fetzen. Ja, ich werde jetzt wieder viel öfters verwenden, weil die sind ja wirklich super. Ja, dann bauen wir schön langsam wieder ab. Die Zeit läuft. Ja, die Schnüre wickeln wir gleich hier auf. Altbekannte Art.
Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie schnell wir zum Aufwickeln gehen. Bei mir kommen aber die Schnüre runter, weil ich nie weiß, wie ich das nächste Mal das Tarp aufspiele. Und wie man die wickelt, könnt ihr in einem separaten Video sehen. Das verlinke ich hier. Ja, irgendwo da oben halt. Ja, und die Knoten gehen auch recht einfach aufschieben, aufhaken und genau dasselbe auf der herüberen Seite. Einfach zurückschieben, Karabiner aushakeln und dann einfach nur mehr die Schnüre wieder ausfädeln und sind fürs nächste Mal einsatzbereit. Ja, und selbst dann für die dreckigen Heringe habe ich immer noch mein Tuch und da wische ich einmal drüber. Und die sind endlich sauber, man kann es wieder schön verpacken. Hey, wie gesagt, ich mag das nicht, das dreckige Klumpert wieder einzupacken. Ja, und die sind eigentlich sauber für den nächsten Einsatz, dank des Zaubertuches. Ja, für mich ist die Zeit wieder gekommen. Beim Plätzchen kann ich nicht viel machen, Schnee kann ich nicht drauf füllen. Aber in dem Sinn habe ich ja keine Sauerei hinterlassen. Ja, die Jugend will zum Kinderfasching. Auf geht's, Opa, heim. Ja, zurück natürlich einen anderen Weg wieder. Ja, Freunde, ich bin fast wieder hier unten angekommen. Kann mich nur immer wieder bei euch bedanken. Mein alter Spruch. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und Servus, die Mahnung. Viert euch die Burg.